Der Papa 42, Fischer, die Mama 39, Jägersmann und... Ach guck mal, die haben... Aha, das ist also das neue Kind. Jetzt haben wir hier 34, 25, auch ein Kind. Hier haben wir noch Häuser? Nee. Ach guck mal, die wohnen alle hier hinten in der Ecke, wa? Und wer wohnt dann hier? Oh, der Lehrer. Der hat keine Familie. Hier haben wir eine Familie drin, hier haben wir eine Familie. Was ist hier? Der Papa alleine mit dem Kind. Na gut. Ja. Hier haben wir auch zwei Kinder. Und nur eine Mama. Könnt ihr auch zusammentun mit dem Lehrer oder mit Aman. Ach guck mal, hier wird schon gepflückt jetzt. Hier ist es auch gleich soweit. Und hier dann auch gleich, hoffe ich. Alter, und hier, das wird nichts mehr, glaube ich. Der Pfeffer wächst zwar so langsam, aber ich weiß nicht, oder vielleicht... Vielleicht geht der Pfeffer auch nicht ein, also im Winter, dass es erfriert oder so. Vielleicht kann man das ja dann trotzdem pflücken. Das wäre ja großartig, gigantisch. Nahezu unvorstellbar. Was ist denn jetzt Cabbage? Warte mal, jetzt muss ich gerade mal hier... Ich muss halt jetzt wissen. Guck jetzt gerade mal auf meinem schlauen Google Translator. So, wir wollen es von Deutsch auf Englisch. Cabbage. Dann sagt er mir auf Deutsch Cabbage. Ach so, nee. Haha. Warte mal, andersrum. So. Kohl. Ja gut, sieht man ja auch, ne? Kohl. Ein Kohlenfeld. Da gibt es lecker Kohleneintopf. Krautrouladen. Ach guck mal, jetzt ist hier wenigstens auch die ganzen Erze weg. Steine haben wir da auch ein paar. Wie sieht's hier oben aus bei dir? Ich möchte dich ja nicht so lange allein lassen. Oh, bist du überhaupt noch hier? Ja. Hier liegt noch ein bisschen Holz rum. Schleppt ihr dann immer die Steine von da nach hier unten? Sieht so aus, hä? Weil hier ist außer Holz nichts drin. Na gut. Wie sieht's eigentlich mit unserer Schule aus? Drei Studenten, na gut, sind da alle abgekratzt, letztes Mal. Kann ja nicht viel werden. Ah, guck mal, hier wird jetzt auch gepflückt. Sehr schön, sehr schön. Wir haben es im späten Sommer. Boah. Also wir müssen auf jeden Fall hier über 1000 kommen, ne, oder so. Also das wäre schon echt gigantic. Damit wir keine Probleme mehr haben. Wie sieht es jetzt mit Firewood aus? Ist noch immer bei der Arbeit. 130? Quatsch, hier. 105 Firewood. Naja, oh, hier 700. Ja, komm, mehr. Ach, guck, die ist jetzt auch hier am Pflücken. Also, die haben das tatsächlich jetzt hier nicht auswachsen lassen, sondern machen das jetzt, bevor der Winter kommt, wird das jetzt alles geerntet. Aber hier, das wird geschafft, das wird, glaube ich, auch geschafft. Und jetzt regnet es wieder. Super. Ja, aber ich denke mal, so langsam mit der Nahrung kommen wir dann hin. Jetzt haben wir immer Scheiße gebaut, dass alle gestorben sind. Sozusagen die Gründerväter von Midgar sind alle verstorben. Aber naja. Man kann ja nur daraus lernen. So, also. Warte mal, wenn wir jetzt hier. Oh, jetzt haben wir über 1000 Einheiten. Sehr schön. Hier wird noch fleißig gepflückt. Hier wird auch. Sag mal, hier, okay, Pfirsiche kann man ja pflücken, ne? Aber das hier erntet man ja, ne?
wird ja nicht gepflückt. Also, was sagt mir das? Das reicht tatsächlich, wenn hier ein Arbeiter auf dem Feld ist. Der schafft das locker flockig bis zum Herbst alles zu sammeln. Sammeln! Guck mal, hier haben wir alles abgeholzt. Ich würde sagen, wir wollen ja mehr nach, was habe ich gesagt, nach oben wollen wir, glaube ich, gehen, ne? Mit unserem Dörfilein? Nach oben? Oder nach unten? Moment. Moment. Ich glaube, ja, vielleicht dann doch eher nach unten. Ja doch, deswegen habe ich, glaube ich, auch den Steinbruch hier hochgebaut, ne? Kann das sein? Dann machen wir nämlich Folgendes. Wir setzen mal hier oben noch ein Wildreservoir hin. Sprich, also hier Herbalist, denke ich mal, brauchen wir erstmal nicht mehr. Aber hier werden wir noch einen Jägersmann und so ein Zeug dann, aber erst nächstes Jahr. Einen Jägersmann und hier so ein Woodcutter und Bärenpflücker. Das kommt also alles, was denn hier so ist und den Woodcutter. Schmeißen wir denn hier oben noch mit in den Wald rein? Ja, ich denke, das passt. Dann könnt ihr das hier in das Lager bringen. Dann setzen wir hier noch zwei, drei Häuschen hin. Ja. Klingt nach dem Plan. So, wie sieht's hier aus? Ach, jetzt hören die schon auf hier mit Ernten oder was? Anna, sie holt jetzt noch ein bisschen was. Aber da haben wir gleich 2000. Ah, ist das schön. Ist das schön. Hier haben wir jede Menge Futter drinnen. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir auch jede Menge. Oh, sauber. Aber warum die Pfirsiche jetzt hier nicht mehr gepflückt werden? Eigentlich schade. Pfirsiche sind doch lecker. Pfirsiche. Oh, oder kommst oder bist du ja der Pflückmeister des Pfirsichfeldes? Sag mal Pfirsich, ne? Ach guck mal, ja, doch hier. Ah! Ist doch noch nicht fertig gewesen. Ich dachte schon, hier war das Wetter jetzt zu unangenehm. Ah, 65 Pfirsiche tragen. Das ist schon ein bisschen. So, jetzt kommt nochmal der Spätsommer. Oder der Altweibersommer. Oh, verdorrt. Tja. Aber naja. Aber es sollte eigentlich auch aufgehen. Ich hatte ja vorhin nur das Problem mit den Farmern, dass ich die nicht richtig einteilen konnte. Aber es, guck mal doch, der pflückt doch noch so ein bisschen irgendwas hier runter. Was auch immer. Also Pfirsich muss schnell gepflückt werden. Alles klar. So, wir brauchen aber trotzdem immer noch ein paar neue Laborer. Was? Hat der gerade gesagt, wieso auf Food is low? Oder war Anja, das war von vorhin noch, ne? Ja. Gut. Da haben wir tatsächlich noch hinbekommen, dass das Feld hier komplett geerntet werden kann. Ey. Das ist ja mal richtig geil. Freut sich der Gott über Midgar. Was ist hier? Forester Lodge. Aha. Also Holz ist auch genug vorhanden. Warte mal, kann man jetzt hier gar nicht? Naja gut, wie auch immer. Der wird schon dann irgendwann wieder anfangen zu arbeiten. Gehen wir wieder zu unseren Feldern. Das ist gerade das Spannendste für mich.
Jetzt kommt schon der Schnee, aber hier ist alles geerntet worden. Super, super, super. Und hier noch 3%. Komm, die kriegen wir doch auch noch, oder? Komm, der kratzt hier noch die letzten Pfirsiche aus dem Boden. Findet sogar noch ein paar. Das ist dann so die Notration, denn so die leicht angefrosteten Dinger. Spätherbst und dann haben wir schon Schnee, ey. Das ist ja unfassbar. So, da hat er alles. Da hat er alles. Wie viel hast du noch? Ah, ne. Ach so, der hat jetzt nur irgendwas, keine Ahnung, was gemacht. Oder rodet der jetzt den Boden, damit das dann alles fluffig ist, wenn der Winter vorbei ist? Ein bisschen grün ist ja noch, ne? Kann man ja hier sehen. Ein bisschen. Schön, schön. So, was machen die jetzt? Peraldine is working. Ach, ist der Woodcutter. Ja, du hast gute Arbeit geleistet jetzt im Sommer. Ich hoffe, das wird jetzt ein bisschen reichen. Ja, die holen sie alle happy happy raus jetzt hier. Aha. Ach, du bist die Steinbruchtante, ja, genau. Du bist Farmer und holst sie was zu futtern. Ja, warte mal, dann probier es vielleicht doch mal. Scheint ja jetzt erstmal so ein bisschen schick zu sein hier alles. So. Ich hab gesagt hier, ne? Warte mal, dann machen wir das aber irgendwie. Ah, ich will auch nicht zu weit weg vom Schuss. So. Wo waren das? Wo war das? Ist der Schneider? Herbalist? Hier eine Forester Lodge? Die knallen wir einfach mal so ganz locker, fluffig hier so hin. Den Woodcutter, den packen wir aber mal hier runter. Kann euch direkt neben das Lager. So. Und irgendwas war doch jetzt noch, ne? Was wollte ich denn noch? Blacksmith, Forester, Woodcutter. Ach, hier, so ein. Hier, warte mal. Gatherer hat. Genau. Wo habe ich denn jetzt den Dings hingebaut? Verdammt, ich sehe das nicht mehr. Irgendwo hier. Hier, da. So. Wie war das nochmal? Wie konnte ich denn drehen? Ich hab das schon wieder vergessen. Also, okay. Hier dann, ne? So. Dann müssen wir natürlich noch einen kleinen Weg bauen,